Hallo und herzlich willkommen zu Dämonikon. Dämonikon? Dominikon. Dämonikon. Naja, was haben wir denn da? Da kommen sie, zu den Waffen. Halte die Stellung, um jeden Preis. Ah. Oh, fängt. Mann, nix. Irgendwie ein Bug oder was ist da los? Gut gekämpft, Chiron. Du kamst zur rechten Zeit. Das war sicher nur eine Vorhut. Ja, das war nicht mehr als ein Anfang. Und wir kriegen das verfluchte Haupttor nicht zu. Was ist damit? Jetzt sagt nicht, der Hebel für das Fallgitter ist abgebrochen. Verklemmt ist er. Das Zahnrad ist gebrochen. Wo finde ich ein neues? Die Straße runter ist ein Vorposten. Wahrscheinlich schon überrannt. Genau aus dieser Richtung kamen die Banditen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, die Stellung hier zu verlassen. Ich schaffe das. Halte durch, bis ich zurück bin. Beeil dich. Der Sturm kann jederzeit losbrechen. Na toll, dann haben sie den einen einzigen abgestellt. Warum? Was steht da noch? Was auch immer? Da kann ich jetzt nicht lesen, doch. Eine angenagelte Bekanntmachung. Aufgrund wiederholter, aber fruchtloser Ermahnungen ist diese Order notwendig. Ich muss mal meinen Kopfhörer ein bisschen verschieben, weil ich höre mich selber nicht. Also so, deswegen, ja, man muss ein bisschen Feedback haben. Das ist das Vorlesen noch schwieriger. Ohnehin schon ist so. Die Verteilung der Essensvorräte obliegt den Rondrianer und Hauptmann Pergolosch. Wer sich trotzdem an Säcken oder Kisten bedient, der verliert seinen kleinen Finger. Kurz darunter, Nachtrag, wer keinen kleinen Finger mehr hat, verliert den Ringfinger. Kurz runter, Nachtrag Nummer 2 auf Nachfrage. Wer auch den Ringfinger nicht mehr besitzt, verliert den Mittelfinger. Noch weniger darunter, durchstrichen. Nachtrag Nummer, dann verflucht. Wer noch weniger Finger hat, der kann sich nicht mal mehr den Hintern richtig abwischen. Okay, habe ich schlecht vorgelesen, Entschuldigung. Ja, so. Ich bin nur ein bisschen so neben der Spur überhaupt jetzt. Ich habe hier auch wieder total raus. Eine Woche lang nicht aufgenommen. Nur die ganze Zeit in Tunneln von Mannekraft rumgegraben. Jetzt müssen wir, achso, wo ist meine Karte? Da oben ist das auch wieder. Ja gut, wie sieht es denn aus mit unserer Gesundheit? Ausrüstung, alles nicht identifiziert. Müssen wir irgendwie identifizieren lassen. Das hat alles nichts. Nein, das hat alles nichts. Wir haben ja einen, ne? Ja, das 2-2, das ist alles gut. Das ist, ne. Das ist alles Müll. Müssen wir auch mal irgendwie mal verkaufen können, ne? Glücksbringer und ein nicht identifizierbares Teil.
Wir haben keine Heilträger, nur das eine hier, ne? Nix. Was ist das hier? Questgegenstand. Aha. Passierschein. Ah, Passierschein, okay. Passierschein. Wir haben schon mal einen Passierschein. Also, was haben wir denn noch irgendwas? Können wir was steigern? Wir haben Abenteuerpunkte, die können wir dann mal loswerden. Sagen und Legenden. Manche Geschichten sind so schauerlich und so schön, dass man wünschte, sie wären nicht wahr. Wer viele Legenden gehört hat und sich mit Magie auskennt, erhält besondere Informationen über Abiturien. Nächste Stufe 32 am Teilpunkt. Aktueller Rang mit. So, was ist das hier? Intuition. Ah, es war Klugheit, das war Intuition. Unser Geist kann nicht alles erfassen. Chiron. Ja? Unser Geist kann nicht alles erfassen, Chiron. Achso. Vieles musst du einfach spüren. Mit einer guten Intuition kannst du Dinge entdecken und Probleme lösen, von denen anderen nicht einmal etwas ahnen. Nächste Stufe 140 und beide Punkte. Okay, was haben wir denn da? Charisma. Es geht um deine Ausstrahlung, Chiron. Einen guten Preis bekommst du nur, wenn du einen guten Eindruck machst. Was? Nein. Kalandra. Auch Schwindelei muss man trainieren. Zur Stufe 140. Was haben wir hier? Fingerfertigkeit. Für knifflige Arbeiten und Taschenspielertricks. Die Fingerfertigkeit ist die wichtigste Eigenschaft für Diebe und Handwerker. Ja, für uns auch. Nächste Stufe. Was haben wir denn noch? Kann ich hier noch was machen? Was haben wir hier? Finte. Fruchtschlag. Ah ja, das haben wir ja schon fest. Was haben wir da? Befreiungsschlag. So, und dann haben wir noch Brandschlag 2. Können wir uns nicht leisten. Dann haben wir Hammerschlag. Können wir uns auch nicht leisten. Wir haben noch 199. Okay, was haben wir hier? Meisterparade und dann gegenhalten. Das ist auch 300. Das ist 150 ausweichen. 1. Aktivieren wir auch mal. So, was haben wir da noch? Ach gut, wir hatten noch. Ah, das ist hier Generierungspunkte, ne? Ah, da kommen wir zum Generis. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Generierungspunkte haben wir noch nicht so viele. Ja. Okay. Mehr geht mir nicht. So. Wir übernehmen das so. Halt, übernehmen. So. Wir müssen da lang. Und dann das Tor ja irgendwie reparieren. Also das Material dazu besorgen. Okay, da geht's los. Ah, was? Ah, nicht geschafft. Ja. Feiglinge. Du tritt auf einen, das ist auch echt feige. Ah ja, weiter geht's nochmal, das Ganze. Wow. Okay. Bin ja wahrscheinlich schon angeschlagen, ne? Kannst du jetzt aber nicht zu mir nehmen, oder? Ne, kann ich nicht. Das fahren wir benutzen. Was benutzen, aber er will es nur zuweisen. Ich kann es nicht.
Interessant. Habe ich denn wieder voll Lebensenergie? Habt ihr das gesehen? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet davon. Aber hier geht es gleich wieder zur Sache hier. So, pass auf. Achso, kann ich ja nicht so. Oh, er hat extra gewartet. Das ist ja nett von ihm. Was ist denn nicht da? Na! Aber mal nix. Wieder nix. Die Magie klappt hier aber nicht. So richtig? Ich bin schon ziemlich angeschlagen. Noch mehr. Wow. Hinten. Oh, ich bin schon ziemlich angeschlagen. Komm, 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 wach auf! Was machst du denn da? Das muss langsam aufhören im Kampf. Meine Güte. Weggespeichert? Weggespeichert. Gott sei Dank. Mann. Ist das schwer. Ein Kampf. Ah. Der nächsten. Achso. Oh nein, da sind wir zu viele. Tot, es sind zu viele. Ja, man lädt sich doch nicht wieder auf. Ja. Da muss ich ein bisschen warten. Weiß ich nicht. Aber ich kann den Heiltrank erst nehmen, wenn ich im Kampf bin. Das ist echt ätzend. Spielladen, so. Hm, das ist nicht gut. So, oh, das ist eine Kiste. Da ist ja was drin, was mir hilft. Nichts. Wieder zurückgehen? Ja, kann ich. Ist hier was? Einige verschiedene Texturen, das geht irgendwie gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Hier haben wir eine Kiste, die mir jetzt weiterhilft. Die muss ich irgendwie heilen können. Nix. Ah, da ist eine Kiste. Hm, bringen wir auch nicht weiter. Ich kann doch keine Heiltränke mischen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich schau mal, ob wir irgendwo Heiltränke finden. Nein, ist nix. Gar nix. Das haben wir schon gelesen. Wir kommen gleich wieder. Wir müssen noch ein bisschen was suchen. Ja, damit können wir nichts anfangen. Ist das eben der Gebeine? Was ist das? Da ist eine Truhe. Weiß Alkohol, mir setzt das gar nicht, soll ich hier besaufen. Oder weiß Alkohol würde einen sowieso gleich direkt blind machen. Hab 33 Gold, kann ich mir nicht heilen. Das war eine Truhe.
Ein Beschwörungs. Was kann das? Rustige Beschwörungskerze. Achso, die Kerze sind schon einmal zum Beschwören benutzt worden. Hoffentlich macht das den Dämonen nicht eifersüchtig. So. Der Beutel ist fast noch warm vom Leib des Vorbesitzers. Sein Riemen ist durchtrennt und ein paar Blutspritze sind in den Stoff eingezogen. Lederiges Stück Haut. Bleikugeln. Kupferkiesel. Gestrecktes Bandpulver. Passierschein. Matter Topas. Bekratzter Rubin. Also viele Sachen noch, ne? Fettige Zauberkreide. Wird bei jeder Beschwörung verwendet. Leider löst sich die fettige Verbindung minderwertiger Kreiden schnell auf. Okay. Wahrscheinlich das Wertvollste, was er besaß. Neben dem Schwert natürlich. Naja, okay. Mit dem Alkohol können wir nichts machen. Perfekt für alchemistische Anwendungen. Aber ich kann noch nichts anwenden. Das ist echt ärgerlich. So. Das Schwert würde ich mal gerne identifizieren, aber es geht noch nicht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hä? Das Schwert ist hingetan. Hat das jetzt abgeworfen, das Schwert? Ah ne, hier liegt das jetzt. Also. Der wird ja da, wo er hingehört. Ja, muss man identifizieren lassen, aber hier geht's halt nicht. Und heilen wir eigentlich? Lebensenergie 31, hier tatsächlich. Also gebracht, ein bisschen rumzulaufen. Jetzt können wir uns wieder auf die Mission konzentrieren. So. Ja, von da kommen sie, ne? So. Schneller sterben hier. Na ja, komm, schneller. Oh Mann. Meiner macht ja gar nichts hin. Oh Mann. Oh Mann. Oh, fuck. Das sind zu viele. Mein Schwert reißt überhaupt nichts und dann steht man ja nur rum und steckt nur ein. Was ist denn da los? Und die Ladezeiten. Die pissen mich ja sowas von an. Mann. So mächtig geil ist das Spiel nur auch nicht, dass man echt zu viel laden muss. Also ja. Ja gut, dann kommen wir direkt in den nächsten Kampf. Das bringt uns also nicht weiter hier irgendwie rumzustöbern. So. Ja, was ist hier denn? Ah!
War schon. Ja, muss ich noch ein bisschen warten wieder. Dass ich mal regeneriert bin. Dann machen wir wieder das wie vorhin. Wir schleppen ein bisschen Zeit. Holen wir uns mal so ein bisschen Krimskrams rein, den ich brauche. So, schauen wie sieht es aus. Immer noch nicht aufgeladen. Da ist noch eine Truhe. Sehr cool. Kommt nichts drin? Ne, nichts drin. Jetzt regeneriert er sich irgendwie gar nicht. Ja, doch, möchte ich meine Lebensenergie wieder auffüllen. Aber wir haben Abenteuerpunkte, die wir verteilen können. Waffen. Ah. Mal das mal verbessern, ne? So. So, mehr können wir ja nicht steigern, ne? Gucken wir mal, ob hier irgendwas vielleicht noch stärker ist. Oh, da ging noch was. Da ging noch was. Hey. So, alles klar. Dann haben wir eins übernehmen. So. Wie sehen mal die Werte aus? Ah, steige sich langsam. Oh, ein bisschen Geduld noch, ne? Ich weiß nicht, regeneriert man sich jetzt währenddessen oder nicht? Keine Rezepte bekannt. Keine Rezepte drauf. Ja. Da haben wir doch alles schon gelesen, oder? Hoffe ich auf jeden Fall. Solche Schakade und Dornrose. Kräuterkartell. Habe ich schon vorgelesen? Kräuterkartell. Das Kräuterkartell ist die Warunka Halbwild. Eine Gemeinschaft der Diebe und Schmuggler, die unter der Führung von Parel Ludgelf lukrative Geschäfte macht. Da die Rondrianer den Handel mit den nicht zwölf göttergläubigen Städten verbietet, herrscht in Warung Mangel an fast allem. Da die Geschäfte des Kartells hier Abhilfe schaffen, wird es vom Markgraf inoffiziell geduldet. Nicht sicher. Fraktionskonflikt, was haben wir denn da? Zwischen dem Kreuzkartell und der Stadtgarde besteht ein Konflikt um die Vormachtstellung in Warung. Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Deine Entscheidung am Bordell hat den Waffenschildstand zwischen der Fraktion zerstört. Oh Gott, das haben wir ja schon vorgelesen. So, wie sieht es aus? Sind wir jetzt ein bisschen heiler? Ne, es wird nicht besser, ne? Oder? Nur noch 14. Das heilen, ich hab's nicht geheilt. Scheiße. Mann, das ist ja scheiße. Dadurch wird's nicht besser. Das ist schon geplündert.
Oh, bin ich Rang 3, scheiße. Ist das zu? Da brennt's. Da ist noch eine andere Kiste. Achso, nach die Kiste. Ja, gefettetes Zahnrad. Das war das, ne? Was wir besorgen sollten, ne? Haben wir sonst noch was? Da noch. Von rein in der Halthand. Wunderbar. Benutzen. So. Kann das auch benutzen? Das kann ich nicht benutzen. Ja, das nicht benutzen. Aber den Heiltrank konnten wir benutzen. Das heilen wir ja gerade ein bisschen. Necking nicht. Okay. Schade. Aber habe ich gebraucht. Habe ich gebraucht. War zwingend notwendig. Gehen wir noch nicht auf. Da noch was? So. Lesen. Einige Zettel hängen hier teilweise hastig übereinander genagelt. Der erste. Wiederkehr. Wahrung. Ungeschlagen bis zu ihrem Einzug in die Niederhöllen. Der zweite. Meine Omi spielt besser im Mann. Was? Meine Omi spielt besser Iman als diese Anfänger. Iman ist wohl ein Spiel, wa? Wildzauberung. Anfänger, Wildzauberung. Okay. Weiterer Zettel. Ich gebe dir Iman mit meinem... Ich gebe dir Iman mit meiner Faust. Das ist komisch geschrieben, ich habe voll Probleme damit. Wiederkehr... Wahrung. Wacker und wohlauf. Kommt ihr überhaupt mal aus dem Haus? Oder sitzt ihr nur im Keller und wartet, bis ihr so schön verrottet seid wie eure Spieler? Weiter Wildsau, Wahrung. Wälzt ihr Wildsäue euch nur im Schlamm oder fresst ihr auch Abfälle? Sowas wie dich hätten sie früher nicht mal für einen Knochenzaun benutzt. Ich schlitz dich auf wie eine Sau, wenn ich dich erwische. So geht's weiter. Okay. Das ist sehr konstruktive. Verdorbene Saphir. Topas und Silber. Das ist einfach nicht so echt weiter, ne? Alles klar. Hier haben wir schon geplündert. Also gut, dann gehen wir mal hier lang. Kommen hier noch was? Ist nichts mehr zu plündern. Ich hoffe, wir können das Tor nicht mehr halten. Rückzug! Oh Mist. Ah, das ist schlecht für mich, das ist zu viele. Natürlich, war ja klar. War ja klar. Wie sie halt über einen laufen wollen. Oh mein Gott. Wenn ich nicht so müde wäre. Entschuldigung. Ich wollte nicht so spät der Stunde spielen, ne? Das geht hier nicht anders. So, bin ich geheilt. Ist das jetzt die Position, wo ich geheilt bin? Ja. Okay. Hm.
Wir können das Tor nicht mehr halten. Rückzug! So. Hey. Funktioniert nicht. Sollen der Blöde, wie soll man das denn schaffen? Das sind viel zu viele. Das ist doch ein Blödsinn. Wie soll das denn gehen? Das ist einfach zu viele. Man ist auch sofort eingekreist. Und dann fühlt er die Zauber auch nicht aus. Irgendwie ist das total Blödsinn. Okay, das ist da. Können wir einen anderen Weg gehen? So. Kann ich noch irgendwas machen hier? Okay. Da ist auch zu. Was habe ich denn da? Dingsbringen. Wie kann ich das angelegt? Hat das gar nichts angelegt, okay. Also eine Halskette, harmonische Elfenmagie. Das Toben in deinem Inneren wird davon gebändigt, wenigstens teilweise. Heilkunde plus 1. Ausrüstung, das Glücksbringer, also. Das ist mal ein Glücksbringer. Heilkunde ist mir ja gar nichts. Kann ich ja jetzt gar nicht heilen. Kampf brauche ich um mehr Glück, so. Heilkunde brauche ich später, aber. Da ist zu, jetzt rufe ich, wenn das nicht so komisch ist. Da ist zu, okay. Mal sehen, vielleicht ist es jetzt besser. Wollen wir sonst noch was machen hier? Also, ne, hier nichts. Ah, hier waren wir schon. Okay, hier ist auch zu. Wo geht's hier hin? Jetzt haben wir mal eine Kiste. Heiltrank, sehr gut. Können wir gebrauchen. Heiltränke, hab. Und ein Heiltrank. Legen wir mal auf die 1, bitte. So. Okay. So, mir geht es jetzt einfach nicht. Ball ist schon. Achso, ja, das nehmen wir auch noch mit. So. Das haben wir gelesen, ne? So mit dem mehreren Zetteln an der Tür. Ist einfach nichts mehr, ne? Jetzt weiterbringen. Nur ein Heiltrank ist nicht so viel. Wir können das Tor nicht mehr halten! Rückzug! So, was haben wir? Ach, drück die F-Taste, ich Trottel. Mann, ich bin so dumm. Ja.
Oh, ich muss halt keinen. Nicht geschafft. Scheiße. Fuck, Junge. Fickt euch echt. Oh, Mann. Wie soll man das denn schaffen? Das ist einfach nicht zu schaffen. Er hat hier gespeichert, das ist schon mal gut. Dann muss ich ja nicht alles neu machen. Aber das ist mein Heiltrank. Das Heiltrank ist nicht da, ne? Ne, Heiltrank ist nicht da. Den muss ich noch wiederfinden. Wo war denn der? Heiltrank. Hier irgendwo? Nein, das ist nicht. Das ist auch immer Zufall. Perfekt, da ist es zu. Wunderbar. Ist auch nicht wunderbar. Mal sehen, wie er will. So, hier ist zu, da ist zu. Okay. Das auch zu. Bin ein bisschen zu müde dafür. Können wir keine Waffen nehmen? Nein. Da haben wir nicht die Möglichkeiten für. Was ist hier oben? Wo war Heiltrank? Gut. So. Jetzt haben wir hier nichts weiter, ne? Okay. Ja, geht doch nicht auf. So, hä? Wo muss ich jetzt lang? Wo? Ach, da lang. Achso, jetzt habe ich nicht vergessen, den Heiltrank zu positionieren. Heiltrank, genau. Auf 1, so. Speichern kann man hier nicht irgendwie zwischendurch, ne? Laden nicht, speichern kann man nicht. So, wir müssen kurzzeitig mal auf kurz, auf leicht stellen irgendwie. Allgemein. Schwierigkeitsgrad normal. Ich nehme das nicht übel, ja. Ich muss nur vereinfacht. Beispiel werden alle Fortschritte anhand des niedrigen verwendeten Schwierigkeitsgrad gewertet. Willst du den Schwierigkeitsgrad wirklich senken? Ja, bevor wir 1000 Mal sterben, ja, machen wir mal. Wir sinken das damals einmal. Das gibt natürlich weniger Punkte dann. Also speichern und fortfahren. So. So, fortsetzen. So. Mal schauen, wo es leichter geworden ist jetzt. Wir können das Tor nicht mehr halten. Rückzug! Na, das trifft man überhaupt nicht. Das ist leichter. Nix da. Scheiße ist. Leicht ist es schwer. Zu hier. Hey! Mann, wir kommen überhaupt nicht mehr zum Schlag. Verdammte Scheiße! Man trifft gar nicht mehr. Ja. Arsch lecken mit leicht. Fickt euch echt. Scheiße. Tut mir leid. Meine Ausbrüche mussten leider sein. Sonst würde ich nämlich den Monitor gegen die Wand schmeißen.
Meine Güte, ist das eine Scheiße. Jetzt muss ich wieder einen Heiltrank suchen. Woran der? Na, hier nicht, natürlich. Das war irgendwo die Treppe. Auch da, wo zusammenbrechen, genau. Hier war irgendwo eine verkackte Treppe. Wo war die jetzt, die Treppe? War die nicht hier? Hier war keine Treppe. Hä? Wo war die Treppe jetzt? Manu, hast du hier nix? Wo war die Treppe? Ja, da kommen ja gleich die Gegner. Oder war da, konnte ich da die Hebel runter machen? Irgendwo konnte ich auch noch die Hebel runter machen, oder was? Nee, kommen gleich die Gegner, ne? Hä? Wo waren die jetzt, die Treppe? Scheiße, die waren da nicht. Wo ist die verkackte Treppe jetzt hin? Gottes Heiltrank. Hä? Mann, ich bin so unglaublich verblödet. Ich finde die verkackte Treppe nicht. Ah, da ist sie doch. Wieso finde ich sie? Habe ich sie nicht mal rechts? Mann. So. Kommentar. So, so Hilfe und rechte Einteilung. So, zack, auf 1. Danke, so. So. Bin ich auf. Ist nichts geändert dran? Mann, ist das eine Scheiße. War nichts. Doch, da ist noch eine Truhe, aber. So. Wir können das Tor nicht mehr halten. Rückzug! Man zaubert nicht, aus Gründen, keine Ahnung. Ich habe es nur gemacht, wie es da steht. Rechte Maustaste halten und Zahl drücken. Los! Ja, schlägt man ja nicht mehr. Mann, selbst in Leicht ist das schwierig. Lass es auch auf Leicht. Aber da die Geschichte. Einige was sind zügig durchgespielt. Bekommt 2 von 3. Das ist gut. Ich glaube, ich muss den nochmal machen. Position 1. Kann ich den einen gleich zu mir nehmen? Ich glaube ja, ne? Ja. Einen benutzen. So. Warte mal ab, lass uns auffüllen ein bisschen. Puh, ich lasse es auf einfach. Mhm. Vielleicht hauen meine Skillung auch einfach nicht hin. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ich da hätte besser skillen sollen. So. Okay. Viel gebracht. Hier so viele.
glaube, ich habe eine Verstärkung da. Kamera sich das auch kacke gerade. Auf geht's. Gesiegt. Willkommen in der Stadtgarde, mein Freund. Willkommen unter den Bürgern Warungs. Danke, Hauptmann. Sind wir Bürger? Ach, das war ein guter Kampf. Und die Rädelsführer haben wir auch erwischt. Rädelsführer? Ihr meint, ihr habt Perell gefangen? Der macht sich doch nicht die Finger dreckig. Aber seine Handlanger reichen uns. Geredet haben sie schon. Wenn sie erst von der Stadtmauer hängen, wird keiner mehr wagen, die Garde anzugreifen. Ihr wollt sie hängen? Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wer meine Männer tötet, muss dafür zahlen. Oh, hinrichten. Mhm. Haben die Aussagen der Rädelsführer denn etwas gebracht? Sie wussten nichts über dieses Richtschwert, das den Rondrianern geklaut wurde. Und auch nichts über diesen verschwundenen Bernstein. Aber egal. Sie haben mir einiges über Perell gesagt. Wie habt ihr den Markgrafen so schnell überzeugen können, mir das Bürgerrecht zu geben? Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Wenn ich einem Mann vertraue, tut er das auch. Das Bürgerrecht gilt für dich und für deinen ganzen Clan. Ich danke euch. Ha. Nicht der Rede wert. Wenn ich was für meine Leute tun kann, mache ich das doch gerne. Ach übrigens, grüße deinen Vater von mir. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum du mir so bekannt vorkommst. Okay. Wenn ihr die Gefangenen hinrichtet, wird es lange keinen Frieden mit dem Kartell geben. Wird es ohnehin nicht. Es ist zu viel Blut geflossen. Aber das Kartell ist geschwächt. Sobald machen die keinen Ärger mehr. Die Leute können wieder in Ruhe schlafen. Und die anständigen Händler Warungs müssen jetzt weniger mit den Schmugglern konkurrieren. Das ist gut für ihre Preise. Haben die Gefangenen denn auch etwas über Falk erzählt? Nein. Ausnahmsweise hatte er nichts damit zu tun. Aber ich glaube, dein Wissen genügt, um Sennenmeister Jakon zumindest misstrauisch zu machen. Immerhin bist du jetzt ein Bürgerjunge. Deine Schwester muss nicht mehr verheiratet werden. Könntet ihr denn ein Gespräch mit Jakon arrangieren, wenn er zurückkehrt? Ich denke schon. Mach dir keine Sorgen. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr diese Leute hinrichten wollt? Sie haben Familien.
Das ist das Gesetz. Verbrecher werden hingerichtet. Es kann nicht sein, dass einige den Vorrat rauben wollen, der allen gehört. Und kommen wir nicht damit, dass wir unseren Sieg beschmutzen würden. Oder dass es uns die Armen danken würden. Wichtig ist, dass die anständigen Leute in Sicherheit leben können. Hauptmann, ihr habt doch jetzt schon ein schlechtes Gewissen. Und ihr habt noch nichts entschieden. Gar nicht wahr. Familien sind mir egal. Und Strafe muss sein. Ja, natürlich. Hauptmann, ihr macht euch etwas vor. Gut, Junge. Wenn du das so genau weißt, dann entscheide du, ob wir sie hinrichten sollen. Klar. Sie sollen leben. Es ist wirklich genug Blut geflossen. Meinetwegen. Sollen leben. Aber Strafe muss sein. Jeder von ihnen verliert seine rechte Hand. Wir beide sehen uns am Hauptquartier wieder. Es gibt etwas zu feiern. Deine Aufnahme in die Warunker Stadtgarde. Das Leben der Rädelsführer wurde geschont. Und die Stadt Warung verhängte über jeden von ihnen 12 Monde Strafarbeit auf den Baustellen. Die Armen hungerten weiterhin. Doch niemand äußerte mehr Zweifel daran, dass die Verteilung der Vorräte gerecht vor sich ging. Das Gesetz war durchgesetzt worden, und zwar auf menschliche Weise. Durch die Schwächung des Kreuzerkartells gelangten nun weniger Waren in die Elendsviertel. Rondrianer und wohlhabende Warunker beklagten, dass die Wurzel des Übels nicht gänzlich herausgerissen worden war. Markgraf Sumudan jedoch lobte Kairons Gnade und zeigte öffentlich sein Wohlwollen. Ah ja. Gespeichert. Hui. Da war's. 85 Armpunkte. Abteilpunkte. Ja, jetzt gibt's auch weniger Punkte, ne? So. So. Wo gehen wir jetzt hin? Ich denke, wir machen jetzt. Ich denke, wir machen jetzt Schluss. Und dann machen wir. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Ne, war jetzt Action genug und meine Nerven liegen ja auch blank. Ich werde jetzt was trinken und dann werde ich dann die nächste Folge für die nächste Woche aufnehmen. Alles klar, habt euch wohl. Bis in einer Woche. Ciao.